Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Hey. Kann ich dir helfen? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Racine ist in den Brandon Docks und ich habe da keinen C2S-Zugang. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Whoa!
Nichts, ich guck da drüben. Behaltet ihn im Auge. Ich hab hier nichts. Gehe nach da drüben. Anvisiert. Ich bin in Position. Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? Im Film würde der Aufzug jetzt stecken bleiben. Und wir würden uns verlieben. In dem Porno würden wir ficken wie Gorillas. Nur wenn der Aufzug stecken bleibt, natürlich. Na los, ganz hoch? Nein? Na gut. Okay, bin drin. Jetzt, Rissi. Finden wir raus, was du über Nikki weißt. Racine. Mal sehen, wo das ist. Hab dich, Robert Racine.